Moin und herzlich willkommen auf unserem Distribution YouTube-Kanal. Wir machen hochwertige Rohstoffe online für dich verfügbar. Heute zeigen wir dir, wie du herausfinden kannst, wie viel Wachs du für deine Kerzengläser benötigst. Zuerst entscheidest du, wie hoch deine Kerze im Glas sein soll und markierst dies mit einem Stift. Dann stellst du dein Glas auf eine Waage und gießt Wasser bis zu dem markierten Punkt. Jetzt rechnest du das Gewicht des Wassers minus 10% bzw. die Wassermenge mal 0,9. Das ergibt in unserem Fall gerundet 147 Gramm. Wenn du keinen Duft verwendest, ist das deine finale Wachsmenge, die du für deine Kerze benötigst. Für Duftkerzen musst du noch einen Schritt weiter rechnen. Bei einer Duftzugabe von 10% musst du nochmal 10% von der ausgerechneten Wachsmenge abziehen. Für unsere Kerzen benötigen wir als 14,7 Gramm Duftstoff. Diese Menge ziehen wir von der Menge des Wachses ab. Das heißt, wir brauchen final 132,3 Gramm Wachs. Wir schmelzen also 132 Gramm unseres Wachses und fügen 14,7 Gramm unseres Duftstoffes hinzu und gießen es dann in unser Glas. Nach dem Abkühlen können wir erkennen, dass die Rechnung aufgegangen ist und unsere fertige Kerze genauso hoch ist, wie wir sie wollten. Um herauszufinden, wie viel Wachs du für mehrere Gläser benötigst, multiplizierst du diese Menge an Wachs und Duft mit der Anzahl der Gläser. Ab sofort findest du bei uns im Shop nicht nur diverse Wachse, Dufte und Kerzenfarben, sondern auch verschiedene Kerzengläser. Schau unbedingt mal vorbei. Folg uns gern bei Instagram oder aktiviere die Glocke, um keine neuen Infos und Tipps zu verpassen. Bei Fragen kannst du uns jederzeit per DM, Kommentar oder E-Mail erreichen. Wir wünschen dir eine kreative Woche und bis zum nächsten Mal.